Genau. Und ein Schritt und... Oh, neue Monster. Was sind das hier? Marshmallow, Fliegen, Mutanten. Das ist jetzt Roboter, Geister, Dämonen. Oh, sie haben zumindest eine ziemlich feste Faust. Ah, ja gut. So. Ihr bleibt mal weg. Autsch. Ich meine, ihr bleibt weg. Igel, ihr bleibt weg. Ich sagte, ihr bleibt weg. So. Oh, verdammt. Das Ding hat auch eine große Reichweite. Okay, das hätte besser werden können. Nehme ich die Axt wieder. Autsch, Autsch, Autsch. Du bist ein Arschloch, du komisches Ding. Aber du bist anscheinend irgend so ein Wolkenviech. Wow, dafür haben wir reichlich Erfahrungspunkte gekriegt. Aber wir haben so viel Schaden genommen, dass man wieder zu Magie greifen muss. Ha, was will wir unsere... Ohne unsere Partnerin, dann wären wir wirklich im Arsch. Ja, genau. Würde ich auch so selbstzufrieden aussehen, wenn ich so wichtig wäre. Na, und jetzt können wir an diese Schatztruhe kommen. Und gleichzeitig entfernen wir mal das Unkraut. Hier ist der ekelhaft. Oh, wir können jetzt eine neue Faustwaffe machen. Das ist doch interessant. Wie kommen wir jetzt? Oh, ja. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Ah, naja. Oh. Naja. Autsch. Das hätte besser gehen können. Blöde Gremlins. Können nichts besonders gut machen, aber... Ja, genau. Stirbt, Vögel. Und du, Gremlin, stirbst auch. Du stirbst auch. Okay. Ich muss meine Waffe holen, ein bisschen verbessern. Oh, Area wurde aufgestuft. Ability Points. Oh, wir haben schon wieder nur einen. Na gut, dann mal Agility, damit wir uns mal endlich bewegen können. Bringt das gerade schon was? Status? Agility. Oh ja, jetzt haben wir genau einen Agility-Punkt. Besser als null. Naja, mit dem Speer kommen wir schon irgendwo hin. Na wirklich, aber wenn ich eine... Na gut, rennen wir hier wieder raus. Und bei nächster Gelegenheit geht's zurück. Und wir schmieden dann mal wieder ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dann auch mal einen neuen Rang. Ah, ja, ja. Oh, nee, nicht ihr. Dann testen wir mal, wie der Wassertornado hier funktioniert bei den Viechern. Hey, erstaunlich gut. Wow, ein Schlag tot. Was immer die waren. Das mochten die nicht. Hm, gut, wo war das nochmal? Ah ja, genau. Oh, oh nein, nein. Oh. Okay, ich beame mich dann mal wieder. Ich dank Emulator mag ich an dem Punkt zurück, wo wir eben... Oder auch nicht. Was soll's. Wir waren ja direkt neben dem Ausgang. Ah ja, genau. Und hier müssen wir jetzt lang. Aber nicht hier runter springen, das ist falsch. Hallo Leute, hier kriegt Axt in Fresse. Ja. Holzfällen mit Lebewesen. Ja. Okay. Vielleicht sollte ich nochmal das Schwert öfters benutzen. Andererseits ist die Axt so verdammt stark. Und die Monster kommen sowieso von allen Seiten ständig, dass ich kaum einen Schritt gehen muss. Hm. Gucken wir, was sich hier drin versteckt. Nichts, das war ja nutzlos. Oh, und wieder von allen Seiten. Seht ihr, was ich meine? Das Einzige, was ich brauche, ist springen und zuschlagen und ab und zu mal blocken. Agilität, naja gut, das hilft einem wahrscheinlich auch auszuweichen, glaube ich. Hier muss ich raten. Denn da ich hier die ganze Zeit mit super schweren Waffen herumrenne, ist das ein Phänomen, das mir noch nicht untergekommen ist. Aber es wäre mal interessant, das auszuprobieren mit dem Schwert. Wenn ich mal... als nächste Waffe mir ein super tolles Schwert mache. Wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller. Denn wenn ich diese Waffe hier verbessere, verliere ich wieder ungefähr die Hälfte der Tech Points, die ich hier durch Prügeleien angesammelt habe. Und deiner wird aufgestuft. Das geht auch weiter. Escape. Ich nehme an, das hilft einem zu entkommen. Und hier sind wir wieder. Ah ja, und noch ein letzter Angriff hier. Und ein Dinosaurier, ne? Das muss jetzt nicht sein.
Hier. Zeig dir mal, was ein Hake ist. Nicht so gut, wie ich gedacht habe. So. Ich nehme mal hier Abstand. So, das geht doch. Du bleibst da schön weg. So, diesen Zähnen will ich nicht zu nahe kommen. So, das ging doch kurz und schmerzlos. So. Ah, vorsichtshalber mal Items benutzen. Ah, nee, verdammt, die sind so teuer. Solange ich Magie habe, verzichte ich da mal lieber drauf. Jetzt aber muss ich mal dafür sorgen, dass mir die Axt hier nicht kaputt geht. So, jetzt kann ich 100 Mal zuschlagen, bevor alles zu spät ist. Und, hey, 30 Schläge noch und wir haben es geschafft. Gut. Und ich benutze noch ein so ein Ding hier. Wir wollen ja gar nicht erst damit anfangen, hier Safe States zu missbrauchen. Dass ich die für die ganzen Story... Och ja, und hier geht es wieder in zwei Richtungen. Gehen wir mal zuerst rechts. Oh, Schatztruhe, gut. Und wir können einen zweiten Speer machen, das ist doch gut. Ich weiß zwar gar nicht, was ich mit all den unterschiedlichen Waffen soll. Also bräuchte ich erstmal mehr Materialien, bevor sich das lohnt. Aber hey. Allein dadurch, dass ich die Waffen anfertigen kann, kriege ich ja Übung. In dieser unsichtbaren Erfahrungspunkte-Skala. Das ist doch bestimmt auch schon mal was. Naja, und wir kriegen immer noch recht viel Erfahrungspunkte. Das heißt, wir können wahrscheinlich noch bis Level 17 weitermachen. Und jetzt müssen wir wieder in ein Loch springen. Juhu. Sind wir wieder unten. Ah ja. Ah, das ist das von ganz Anfang an. Oh, ja. Praktisch zu sehen, dass wir hier runterspringen können, wenn wir müssen. Als Notmaßnahme gedacht, wenn einem plötzlich die Heilgegenstände ausgehen. Los. Ah ja. Habe ich mir gedacht. Dann haben wir uns den Weg da oben versperrt damit. Yep. Das habe ich befürchtet. Erstmal erledigen wir die Viecher hier. Okay, gut. Solange der nicht näher kommt, ist das doch praktisch. Bleibt er nur schön stehen. Autsch. Okay, dafür hat der jetzt unerwartet mal zugeschlagen. Und solange die Gegner in dieser Schwierigkeitsstufe noch bleiben, habe ich nichts dagegen. Und wir haben wieder mal Eier gefunden. Wie sieht's mit der Waffe aus? Aha, 237 und 255. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Okay, oben oder unten? Ha, ha, ha. Naja. Dann gehen wir mal nach oben und gucken. Oh, Schatztruhe. Gale Ore. Gut, jetzt haben wir wieder komisches Erz hinzugewonnen. Das Problem ist natürlich, wenn wir uns jetzt selbst den Weg versperrt. Ha, das ist toll. Gut, wenn wir links lang gehen, Schatztruhe. Wenn wir rechts lang gehen, geht's weiter. Okay, gut, die bringen nicht so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir jedenfalls wieder rausrennen. Und wieder reinrennen und weiter nach rechts laufen. Das ist mal eine nette Überraschung. Normalerweise ist es so, wenn man den direkten kürzeren Weg geht, marschiert man meistens im RPG innerhalb von 2 Sekunden bis zum Endgegner, nach meiner Erfahrung. Während man dagegen besondere Sachen wie Schätze meist weit abgelegen irgendwo versteckt findet. Und wenn man 3 Türen sieht, ist es für gewöhnlich immer entweder die Tür in der Mitte oder die am leichtesten zu erreichende Tür, die weiterführt. Da ist es mal eine nette Abwechslung, dass es hier umgekehrt ist. Dass nämlich gleich der erste Pfad, den man zuerst sieht, in Wirklichkeit zum Schatz führt und nicht weiter. Obwohl andererseits sorgt das natürlich dafür, dass man dem Schatztruhen aber der Schatztruhe gar nicht aus dem Weg laufen kann. So. Du gehst mal weg. So. Und ich hau hier mal gegen, bis das Ding weggeht und ich weitergehen kann. Und wir sind wieder in den vergessenen Wäldern. Naja.
Es wäre mal schön, wenn ich irgendeinen Gegenstand finden könnte, der die Zufallskämpfe abstellt. Nur damit ich mal ein bisschen erforschen kann. Aber ich schätze, das gehört dazu. Ohne Bedrohung durch Zufallskämpfe. Naja, wird der Schwierigkeitsgrad jetzt ziemlich niedrig. Mann, jetzt habe ich bald genügend Erz, um ein paar Experimente anzufangen, sobald ich den Weg zurückfinde. Und hier klettern wir hoch, aber erstmal müssen wir die Monster fertig machen, die hier stehen. Oh, nee. Oh, das ist klar. Die kommen hier gleich und wollen mir ins Gesicht beißen, diese Viecher. Du bleibst da stehen. Ah ja. Bis jetzt hat der Bursche noch nie irgendwas gemacht. Ich will nicht sehen, was passiert, wenn ich dem zu nahe komme. Dann frisst er mich noch auf und so. Instant Death oder so. Zumindest wäre das so in einem vernünftigen Spiel, weil dann müssten die Programmierer sich irgendwas einfallen lassen, um auszugleichen, dass der so verdammt hilflos ist. Jetzt nehme ich mal das hier. Ich will die ja nicht umsonst alle gekauft haben. Das reicht. Bei meinem Glück kommt nämlich jetzt gleich Heilstation, wenn ich im Bildschirm weitergehe. Allerdings könnte auch ein Endgegner kommen und dann wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Oh, ihr da. Oh gut, jetzt weiß ich ja, was ich mit euch machen muss. Denn das hat beim letzten Mal dazu gebracht, dass die sofort gestorben sind. Und auch dieses Mal Instant Death für den Feind. Ha. Dum-di-dum-di-di-di-di. Ihr seid tot. Und ich bin es nicht. Oh. Teleporter und Heil und Safe-Station. So, jetzt können wir uns zurückbeamen und speichern. Miau, und damit sind wir hier. Ja, wie ich festgestellt habe, kriegt man eine Menge Bonusgegenstände, wenn man hier... Miau, 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 miau. Ja, genau. Wenn man alles kaputt macht in einer Zone. Und das war in diesem Fall. Was haben wir hier gekriegt? Ein Boost-Motor. Okay. Und wieder mal Erz. Das haben wir auch gekriegt und das können wir gleich zum Experimentieren benutzen. Und wir haben die komische Maske, die wir mal gefunden haben, gegen hartgekochte Eier eingetauscht. Naja, gut. Gut. Genug davon. Medaillen haben wir abgegeben. Ach, beeilen wir uns mal. Und da sind wir wieder. Ein Stahlspeer. Nein, das ist doch fein. Obwohl, manchmal finde ich es merkwürdig, was wir hier kriegen alles. Upgrade. Gut. Piercer Spear und Stahlspeer. Na gut. Wir sind ungefähr gleich stark, muss ich sagen. Allerdings Grand Claw. Gut, die Stahlklaue ist besser. Wir könnten den Drill verstärken. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen genügend Zeug hier rum zum Experimentieren. Ich möchte mal sehen, was damit passiert. Ah, er wird ein bisschen stärker und hat einen schwachen Windeffekt. Okay, long story short, das Ergebnis meiner Experimente. Der Tusk Saber ist schneller geworden und hat einen schwachen Windeffekt. Neben der Slicer Axe, die ich ausgemaxt habe und es mal so bleiben lasse, ist noch die Swift Axe. Eine sehr schnelle Axt, die aus einem Motorboot, aus einem Bootmotor oder so etwas einer Art, halt eine Art Motor gebastelt wurde. Und die ist dadurch die Verbesserung mit Eisenerz genauso stark jetzt wie diese Axt. Hält zwar ein bisschen weniger aus, aber ist um 5 Punkte schneller. Und wird deswegen die Slicer Axe jetzt erstmal ersetzen, obwohl die cooler aussieht. Yeah. Okay. Aber wir nehmen die schnellere Axt, wir wollen uns ein bisschen bewegen. Und wir haben den Stahlspeer, der im Prinzip ein bisschen schwächer ist. Das ist der schwere Speer. Und genauso schnell. Und er hält weniger aus. Tja, jetzt wünschte ich, ich könnte das Erz wieder zurückbekommen. Naja, zumindest haben wir jetzt zwei Speere, die unterschiedlich aussehen. Oh ja. Und wir haben die Stahlklaue, die viel stärker ist als unsere alte Klaue. Und den Stahlrotor.
Der Stahlroter verlangsamt uns aber nicht so stark. Und jetzt können wir erstmal unsere Waffen hier umequippen. Piercer-Speer. Naja. Macht eigentlich keinen Sinn. Nur so anders aussieht halt. Slicer Axe können wir durch die Swift Axe ersetzen. Und wir werden dadurch sogar ein bisschen schneller. Tusken Saber. Unsere dritte von Waffen. Den könnten wir jetzt benutzen. Oder wir könnten ihn durch die Stahlklauen ersetzen. Dadurch werden wir unsere Angriffskraft sogar stärker und wir sind viel schneller. Die Verteidigung ist sogar schwächer. Oder wir benutzen den Rotor. Dadurch sind wir allerdings langsamer, dafür ist unsere Verteidigung allerdings besser. Okay, von allen drei Stahlwaffen, die ich habe, ist der Rotor am stärksten und wir haben ihn bis jetzt kaum benutzt. Deswegen sind wir nicht so langsam und unsere Verteidigung ist verstärkt. Das ist doch auch schon mal was. Jetzt haben wir eine lange und zwei Kurzreichweitenwaffen. Unsere Verteidigung ist bei keinem zu schwach. Angriffskraft ist passabel überall. Und wir sind jetzt endlich mal schnell genug, dass wir tatsächlich mal Agilitätspunkte haben, statt immer auf Null zu stehen. Und Tech Points können wir jetzt wieder ansammeln. Es ist leider nichts passiert, nachdem wir 255 erreicht haben. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. So, ab ins Bett. Ach ja. Und morgen geht's weiter.